Es ist endlich soweit. Ein großes Update für den MSFS ist erschienen. Und was es mit diesem Aircraft and Avionics Update 2 auf sich hat und warum gerade das Update so ein Gamechanger ist, schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Let's go! Jeder, der schon mal einen Flugsimulator gekauft hat, weiß, dass die Standardflugzeuge, die da immer dabei sind, meistens leider absoluter Schrott sind. Hier und da gibt es auch mal Mods, über die man dann noch was halbwegs aus den Dingern rausholen kann, aber die Standardflieger sind halt ansonsten echt quasi unbrauchbar. Und jetzt haben wir wirklich das erste Mal gute Airliner auch in der Standardversion mit drinnen. Je nachdem, welche Version ihr vom MSFS habt, hat entweder nur die 747 ein großes Update bekommen oder wenn ihr die Premium Deluxe Version habt, auch die 787. Hinter dem Update steckt wieder Working Title, die haben ja auch schon die Business Jets und die Garmin Systeme im letzten Aircraft Update auf ein richtig gutes Level gebracht und jetzt eben auch noch die großen Airliner. Beide Flieger wurden quasi komplett überarbeitet und mit allen möglichen coolen Features ausgestattet. Die komplette Optik der Displays und auch die Art und Weise, wie sich das Flugzeug verhält, wurde einmal komplett kernsaniert. Und es macht jetzt wirklich eine Menge Spaß, damit zu fliegen. Das gesamte LNAV und VNAV wurde auch neu gemacht. Jetzt können wir endlich auch alle Verfahren mit den ganzen Constraints und so weiter vernünftig abfliegen. Auch der Autopilot hat eine Menge neue Funktionen erhalten, genauso wie auch das Auto-Throttle-System, was jetzt deutlich besser funktioniert als vorher. Das FMS, das Flight Management System, was die ganzen Informationen an den Autopiloten weitergibt, wurde auch von Grund auf neu gemacht und hat jetzt alle möglichen neuen Funktionen und das klappt auch fantastisch. Die Liste der Verbesserungen ist so lang, ich habe sie euch einfach mal in die Videobeschreibung gepackt, dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe durchlesen. Auch die ganzen Teilsysteme im Flugzeug wie Elektrik, Hydraulik, Treibstoff, Kabinendruck, NDIs und so weiter wurden jetzt von Working Title nochmal ordentlich angepasst. Und selbst an so kleine Details wie das Head-Up-Display in der 787 haben sie gedacht und das jetzt wirklich sehr cool integriert in all die ganze Systemlogik, die ja hinter dem Ganzen steckt. Das TCAS, das Traffic Collision Avoidance System, funktioniert jetzt auch problemlos. Jetzt können wir uns im Multiplayer wieder auf Ausweichanweisungen freuen. Nicht? Was ich auch sehr cool finde, ist, dass man jetzt die elektronischen Checklisten wie im echten Flieger hat und die dann so Stück für Stück abhaken kann. Und manche Items erkennt der Flieger dann sogar selbst und dann wird das Ganze sogar automatisch abgehakt. Wenn man vorher mal in der 747 oder in der 787 eben saß, weiß man, dass da kaum Knöpfe funktioniert haben. Und jetzt nach dem Update findet man fast keinen Schalter mehr, der nicht geht. Also wirklich sehr, sehr cool. Für den Simmer sind ja auch immer die Sounds wichtig. Deswegen wurden auch die Töne im Cockpit nochmal überarbeitet und auch zum Teil neu hinzugefügt für jetzt noch mehr Realismus. Failures oder sowas sind zwar leider noch nicht mit dabei, aber Fehlermeldungen werden trotzdem vernünftig in den Displays angezeigt. In Zukunft soll dann auch noch ein EFB mit dazukommen, also ein Electronic Flight Bag, über das man dann seine ganze Takeoff-Berechnung und sowas machen kann. In diesem Update ist das EFB jetzt noch nicht dabei, wir müssen also unsere Takeoff-Berechnung immer noch übers FMS machen. Ein paar Kleinigkeiten wurden auch bei den Citation Chats und der TBM gefixt, die hatten ja schon beim ersten Aircraft in Avionics Update eine Komplettüberholung bekommen. Damit verbunden sind ja auch die Garmin-Systeme, die auch nochmal ein bisschen angepasst wurden und auch die Infos findet ihr im Changelog in der Videobeschreibung. Es wurden da hauptsächlich Bugs gefixt und ein paar Kleinigkeiten noch mitverbessert. Gebt der 747 oder 787 jetzt also nach dem Update auf jeden Fall nochmal eine Chance und probiert sie mal aus. Bin sehr gespannt auf euer Feedback dazu in den Kommentaren. Jörg Neumann hat ja zu der Systemtiefen-Thematik letztes Jahr Folgendes gesagt. Viele Leute haben mich gefragt, was ist so die größte Entscheidung, die jetzt mit diesem 40. Simulator gekommen ist. Ja. Ich habe gesagt, wir können nie wieder zurückgehen in der Komplexität von Airliners. Und dann haben andere Leute auch gefragt, die Airliners, die schon existieren, werden die besser? Natürlich müssen die besser werden. Die müssen so gut werden wie der 310. Und genau dieses Versprechen haben sie jetzt eingelöst, zeigt einfach mal wieder, wie wichtig dem MSFS-Team auch das Feedback der Community ist. Weil die Community war es ja, die im Forum immer wieder vernünftige Simulationstiefe für die Standardflieger gefordert hat und jetzt auch bekommen hat. Endlich können wir jetzt die Ära der Langstrecke im Microsoft Flight Simulator eröffnen. Und es soll ja auch nicht mehr allzu lange dauern bis zum Release vom Aerosoft 330 und von der PMDG 777. Zweiteres dann hoffentlich auch mit EFB. Ich hoffe, in Zukunft wird sich dann auch noch dem A320 gewidmet. Klar gibt es für den PC den Fly-by-Wire-Mod, aber in der Standardversion auf der Xbox ist das Ding ein absoluter Krampf zu fliegen. Auf jeden Fall ist es aber ein sehr gutes Update und ein weiterer wichtiger Schritt hin zu mehr Systemtiefe. Ansonsten kam vor kurzem ja auch das City Update 2 für Frankreich raus. Da wurden nochmal ein paar Städte wie Nantes oder Rennes überarbeitet. Und außerdem kam auch der Flughafen Le Bourget von Inibils kostenlos mit, also der Flughafen, wo ja diese Woche die berühmte Pariser Airshow stattfindet. Im November kommt dann das kostenlose Dune Update, passend zum Release mit dem Film und diesem abgespaceden Hubschrauber, der damit dabei ist. Und im Juli soll dann auch noch eine kleine Überraschung auf uns warten, es bleibt also weiterhin spannend.
Dann irgendwann nächstes Jahr kommt ja auch noch der MS 2024 mit allen möglichen Arcade-Missionen. Auch das Dune-Update wird schon so ein bisschen genau in diese Richtung gehen. Das Ganze hat ja aber noch ein bisschen Zeit und solange erkundet auf jeden Fall mal die ganzen neuen Features, die mit dem Update in die Flugzeuge gekommen sind. Damit sind wir am Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei und ansonsten freue ich mich auch hier wie immer über Like, Abo und auch sehr über eure Kommentare zu dem Update. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein und habt natürlich wie immer always happy landings.